dich oder war gut? Die Sache ist, ich kann gar nicht einschätzen, wie es war. Aber es hat mir Spaß gemacht. Nein, wer war gut noch? Ey, der ist schon groß einfach. Fette Anhänger. Ey, warte, ich hab noch Fehler. Okay, hau mal alles raus, oder? Okay, einmal auf den Hund, nimmst du an. Sag nicht, wir gurten uns hier an. Ich glaube, heute sind wir zusammen, oder? Heute bauen wir alle zusammen, oder? Baut einen LKW-Anhänger in eurem persönlichen Tischtennistempel um. Was? Und spielt das schnellste Ping-Pong-Match der Welt. Außer das Rennen. Ja, außer das Rennen, da sind wir gegeneinander, oder? Dann ziehen wir euch wieder an. Alles klar. Dann können wir eigentlich auch nur bei uns aufbauen, ja, oder? Ja, ja. Ich mache jetzt so, als ob man reinguckt, ja? Hier ist dann die Tischtennisplatte. Hier ist das Netz so. Dann müssen wir hier die Matratzen hinmachen. Ich hätte die von hinten gemacht, oder? Wenn man so bremst und so gar nicht. Oh nein! Und der Plan dann mit dem Tisch, also machen wir einen klappbaren Tisch oder nicht? Das wäre schon schön. Dann können wir den mitnehmen. Können wir es auf Dach stellen. Ja, so okay. Für Sommerparty. Also machen wir den Klapper, dann brauchen wir Scharniere auf jeden Fall. Also das ist das Scharnier, das ist das Netz, hier ist eine Stütze, da brauchen wir auch Scharniere für, damit die dann letztendlich auch nach innen klappen können. Wollen wir uns eigentlich irgendwie so festgurten? 23 Topspeed bis 3. Seile und Gurte, dass man, wenn es so Kurven gibt, dass man einfach irgendwo hängt. Wir haben nicht so viel Zeit, ne? Da müssen wir auch dabei sein. Wir sind viele Leute, darum haben wir weniger Zeit bekommen. Aber viele Hände, schnelles Ende. Also Leon, los, gehen einkaufen. Okay, dann abwärts. Okay. Fühl ich mal hin, los geht's. Sammy, packen wir das? Packen wir das? Jo, wir packen das! Ich hab was ganz Neues. Wir hängen die Platte in die Luft. Die Platte fährt mit dem Auto. Achtung, Jungs! Große Planänderung. Der Tisch ist Geschichte. Jetzt wird hängend gebaut. Es wird gehängt. Wir machen einen schönen Rahmen rein. Und die Platte hängt im Wagen und schwingt mit. Aber nicht so, also wir werden die schon ein bisschen verschnüren. Das ist nee, schon. Ja, ja. Auch spannend, aber wir haben so ein bisschen Spiel. Okay, aber es wird eine Schwebeplatte. Ja. Dann Zukunft. Hier? Oh, das ruft schon dran. Hier? Oh, die fallen einfach durch. Jo. Hi, es gibt eine kleine Planänderung. Sag mal, dass wir okay. keine Hilfe Also wir brauchen keine Rollen, keine Scharniere mehr. Dafür brauchen wir viel mehr Seile. Warte, ich mach mal kurz auf laut und erzähl's nochmal an Leon. Leon war gerade richtig stoked auf seine Idee. Was denn? Es gibt eine Planänderung. Wir machen nichts mit Scharnieren, brauchen wir nicht, keine Rollen, wir brauchen nur Seile. Wir hängen das ganze Ding im LKW auf. Ja, ernsthaft jetzt? Ja, Mann. Ja, wir haben doch Seile in Hauke. Wir brauchen noch mehr Seile. Noch mehr Seile? Also Gummiseile wollt ihr? What the fuck? Ja, das Ding ist, Morris ist halt immer so einer, der einfach auflegt. Und dafür hier oben, die sind hier gerade. Und dann bist du sogar zwei Hosen, dann müssen wir noch Dreiecke reinschrauben. Genau, ja. Wie gesagt, wollen wir uns jetzt einfach auf den Boden hinlegen? Können wir ja machen, ja. Aber dann kriegst du die schlechter rein, ne? Willst du da drinnen zusammenschrauben? Ja, besser ist das. Aber dann kommst du nicht ran. Wir müssen vorher schon die Löcher bohren. Weil ich weiß halt nicht, wenn du jetzt halt diese Latte hier oben drauf machst, dann ist es halt geil, wenn du hier eine Schraube durchjagst. Ja, aber wieso denn so? Hä? Wir machen doch eh so, oder? So. Ja, meine ich ja. Ich meine so vom Prinzip her. Also dann kannst du einfach von hier eine Schraube reinschrauben. Und dann kommst du halt da nicht mehr ran, wenn es drin ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wir machen quasi zwei so Holzgestelle, die ist quasi so wie so ein Usen, nur umgedreht. Da kommen dann noch in die Ecken so eine Winkel rein, damit das halt versteift ist. Davon haben wir zwei Stück, da hängen dann Seile runter. Und unten an diesen Seilen hängen die Tischtennisplatten, damit die nicht bei der Fahrt so ultra krass und her schwingen, spannen wir die dann noch nach links und rechts ab. Weil in dem LKW sind ja überall so eine Teile, wo man normalerweise auch das gut verspannt. Und da können wir einfach auch alles mit verspannen. Und dadurch sollte die relativ straff sein, eigentlich gut fixiert sein. Mal schauen, ob das funktioniert. Wenn ihr das anders gemacht hättet und coole Ideen habt, wie man andere Sachen bauen kann, dann schreibt uns doch eure Challenge-Ideen einfach unten in die Kommentare. Wir haben einfach mal so zwei Coils. Wollt ihr wissen, was passiert ist? Ja. Wir waren voll fleißig. Wir haben ganz komm, ja, mit. Kennt ihr Wuppertal? Wuppertal? Ja, ihr habt so eine Schwebebahn. Ja. Ja, genau. Wir machen genau das Gleiche. Nur mit Tischtennis. Ja. Mit Magneten. Und ohne Bahn. Echt? Ja. Also das sind unsere Rahmen.
Ihr habt zwei von diesen Rahmen, ja, aber ihr habt nur eine Platte. Ja. Ja. Und das wird einfach dann aufgehangen. Aber das wird doch voll schwingen, oder? Nee, wir spannen es ab zu allen Richtungen. Ah. Weil wir haben ja da im LKW cool diese Dinger. Ja. Das ist echt cool, ne? Das ist cool. Wollen wir reintun? Ja, komm! Okay, nice. Hast du es drauf? Ja! Ja. Sind die zu lang? Oh. Oh. Oh, die ist klar. Okay, gut, wir haben jetzt schon mal diese beiden Gestelle hier. Und damit wir die irgendwie, also die sind jetzt noch ziemlich wackelig, und damit wir die auch noch mal untereinander versteifen, habe ich jetzt die so Hölzer gesägt. Eins kommt hier so gerade. Oh, eins kommt hier diagonal ran. Dank Morris wissen wir inzwischen, dass Dreiecke stabil sind. Dreiecke sind immer stabil. Dreiecke können nicht brechen und die klappen auch eigentlich niemals zusammen. Ist jetzt irgendwie nicht so richtig stabil. Und deswegen baue ich jetzt hier auch so ein Dreieck rein. Erst wollten wir die ganzen Löcher in die Platte tauen. Ist aber auch nicht so cool, weil dann ist ja auf dem Spielfeld sind irgendwelche Löcher. Und deswegen ist diese Holzlatte auch super, weil da kann man die ganzen Verbindungen reinmachen. Ich bohr die Löcher. Schon lustig. Das passt ja doch perfekt. Oh, yo. Hey Luis! Wir brauchen einen Achter. Ja, und wenn ihr auch so coole Knoten können wollt, dann schaut mal rein in das letzte Video, da habe ich euch ein paar Chipperts-Knoten gezeigt. Wir haben jetzt hier so ein paar Schlaufen dran befestigt. Mit wenigen Teamarbeit. Mit viel Teamarbeit. Und wenig Aufwand. Aber jetzt können wir es einfach irgendwie einspannen. Kann man mal durchgehen? Hey, schaut voll gut aus. Okay, los. So, Matratze sitzt. Man kann man spielt dann hier und dann so ein krasser Ball, bam, und dann so, boah, puff. Es muss immer so knallen. War auch sehr sanft. Also tatsächlich, hat sich halt angehört. Ich würde sagen, dann spielen wir, oder? Run. Okay, gut, wir sitzen jetzt hier hinten drin, die Dirty Dogs, die roten Raketen fangen erstmal an. Morris steuert gerade Hauke und hinten im Anhänger sind Leo und Luis und die spielen jetzt dieses Match. Wir haben hier eine Videoübertragung und Philipp hat noch eine Funke. Wir können das Ganze so überwachen und sagen immer Morris stopp, wenn die den Ball verlieren und wieder go, sobald wir ein bisschen runtergebremsen. Das heißt, sie können nur Gas geben, solange sie spielen. Der es schafft, mit der höchsten Geschwindigkeit zu spielen, der gewinnt das Rennen. Ich würde sagen, seid ihr bereit? Morris, bist du ready? Jo. Dann, Aufplätze, fertig, Speed. Los geht's. Stopp. Go. Okay, stopp. Go. 23 Top-Speed bisher. Weiter. Spielen aber echt gut. Ja, ja, ja. Wir haben eine gute Streak. Nein, gut. Ja. Moment. Ja, aber so langsam hat man es irgendwie raus, oder? Ja. Man kann so ein bisschen. Ey, zieht richtig gut. 25 ist Top-Speed bisher. Nein, nein. Okay, stopp. Okay. 3 Minuten 10 haben sie noch. Go. 9 Top-Speed, 26. Ja. Ich hab hier 30. Stopp, bitte. Go. Go, go, go. Komm, Baby, komm. 32. Scheiße, ich komme einfach nicht auf Speed. Jetzt verlieren die wieder den Ball. Stopp. Vorbei. Dann roll wirklich aus dem Stopp. Jetzt vorbei. Wir stehen. Oh, was sagst du? Oh, so, okay. Ja. Junge, das war ein Ritt. Ey, es war, also... ich. War es wackelig oder war gut? Die Sache ist, ich kann gar nicht einschätzen, wie es war. Aber es hat mies Spaß gemacht. Was, das richtig war richtig geil. Wie viel hattet ihr, ratet mal? So 60 kann es schon sein. Aber ich kann es gar nicht einschätzen. Ich sag irgendwie, keine Ahnung, allerhöchstens 50. Nein, wollen wir es sagen? Es ging nicht. Es war 33. It's alive and it's hungry as fuck. Better hide all the snacks at the door, but it's out of my control. You will shit out. Nein, nein. I don't wanna be unfair, but the pair we got beat that we shit. Ich hab euch richtig um die Kurven getreten, Alter. Ey, das müssen die anderen erstmal nachmachen. Ey, ich hab richtig Bock, komm, wir schweißen mal den Schal, dann geht's los, oder? Auf die Plätze. Fertig. Speed.
schon gut. Bitte. Jetzt sind die erste. Stopp! Go. Geht weiter. Jetzt, Boys, müsst ihr. Bleibt drauf. Oh nein, stopp. Alles gut, Boys. Oh, wie das nochmal geht, Alter. Komm, jetzt zieht's durch. Oh nein, stopp. Oh, Jungs, nein. Go. Oh nein. Bruder. Stopp! Digga, du fährst aber wie eine Sau, Alter. Geh mal, ich muss in den Kurvengas bringen, wo hier darf. Oh, oh. Oh, das wird intensiv. Oh nein! Stopp! Go! Und das Spiel ist vorbei. Kommt's nah an die Herren. Ich rette euch. Rettung naht. Oh. Freiheit. Wie geht's euch? Aber ich habe das Gefühl, wir waren ultra slow. Ist halt, ich glaube, wir waren so 15 km/h oder so vielleicht. Ja. Vielleicht 17 oder sowas. Ich sag so paar 20 vielleicht. Wer will sagen? 34, 5. Was? Nein! Ja, ich verarsch dich. Hey, ich bin's gerade gar nicht so krass, weil ich mich gerade so drauf eingestellt habe, dass wir verloren haben. Hä? Ja, aber wann in der Kurve oder? Ja, ich hatte nicht so lange Spiele, aber ich war in der Kurve. Ey, ich glaub's nicht. No way! Alter! In der Kurve einfach. Ey, ich glaub's nicht. Ui, mein Handy klingelt. Ui, die nächste Challenge. Das hat so laut geknallt. Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren. Sammy geht mit uns in den Baumarkt. Abonnier mich. Abonnier mich.